Damen und Herren, liebe Freunde und Freunde, herzlich willkommen in der Festhalle Bezirksfürst im Neubau zu einer Veranstaltung der Grünen Bildungswerkstatt zum Thema 25 Jahre Grüne in Bezirksvertretungen. Manchmal ist man ja nicht immer punktgenau an dem Tag, wir sind aber, glaube ich, punktgenau an dem Tag, wo es tatsächlich passiert ist. Genau vor 25 Jahren ist das passiert. Passiert und auch nicht sehr gut. 1987, was war das für ein Jahr? Ein Jahr, wo man, glaube ich, noch nicht gewusst hat, dass zwei Jahre später die Mauer fällt und wo man auch wahrscheinlich viel Geld gewonnen hätte, wenn man gesagt hätte, dass es ungefähr 20 Jahre später einen schwarzen, also einen schwarzen amerikanischen Präsidenten gibt. Ich darf die Diskussion vorstellen. Beginne mit der Dame natürlich, mit Andrea Binder-Zwettner. Sie war vor 25 Jahren auch in der Bezirksvertretung, nicht allerdings in Neubau, sondern in Bergen, im 18. Bezirk. War die schon als Kind? Das ist eine seriöse Diskussion. Okay, neben mir Herbert Dankiner. War lange Jahre hier Bezirksvorsteher, war 1987 auch Mitglied der Bezirksvertretung Neubau, der ist noch nicht das Bezirksvorsteher, er ist vier Jahre später, 1991, dann Bezirksvorsteher von Neubau geworden. Noch ein Herbert Urne, er ist als Herbert Brunner, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr 1987 hier als Bezirksrat für die Grünen eingezogen. Und darf ich sich vorstellen, Herr Riebert, das ist wichtig, er war 1987 noch zu jung für die Bezirksvertretung, du warst 1987 noch nicht in der Bezirksvertretung, im Parlament, lange Jahre, und bist im Jahr 1900 irgendwann hier für die ÖVP damals als Bezirksvorsteher stellvertretend in die Bezirksvertretung eingezogen. Warum hier Neubau ist, glaube ich, klar, wir feiern das hier auch deswegen und freut mich, weil hier nach 25 Jahren, eigentlich nicht nach 13 Jahren dann in Grüner Bezirksvorsteher geworden ist, bin ich mir auch schon fast 12 Jahre hier im Amt. Sehe aber hier auch einige einige Menschen, die schon damals auch in der Bezirksvorsteherung gesessen sind. Ich möchte zwei herausstreichen. Gerti Brindlmeier war damals Clubobfer der Grünen hier im Bezirk 1983. Mitglied war auch Thomas Salomon für die ÖVP. Hoffentlich habe ich niemanden vergessen. Oh ja, Jutta Sander ist 1987 in Alsergrund für die Grünen auch in der Bezirksvertretung ist. Auch Mitglieder, die später hier in die Bezirksvertretung gekommen sind, ob grün, liberal, rot, sich bekannt, schwarz, Herrn Bretter-Messler, wie auch sehen da, blau, heiße ich natürlich alle herzlich willkommen, sehr, sehr viele da, aber auch andere Gäste. So, dann darf ich schon übergeben an Silvia Mossig, Sie wird die Diskussion leiten, ich freue mich schon drauf, alles. Schönen Abend, danke. Ja, ich darf Sie auch alle recht herzlich begrüßen heute Abend. Mein Name ist Silvia Mossig, ich bin vom Beruf Organisationsberaterin und im Zuge dessen darf ich auch ab und zu solche Veranstaltungen moderieren, selten in so einer illustren Runde. Ich freue mich schon auf die Diskussion. Und ich freue mich auch ganz besonders deshalb, das heute moderieren zu dürfen, nicht nur, weil ich seit Jahren ehrenamtlich auch für die Grünen politisch engagiert bin, sondern vor allem auch, weil ich irgendwann einmal Geschichte studiert habe und da so diese Idee mitgenommen habe, dass es ganz gut ist, sich ein bisschen mit Vergangenheit auseinanderzusetzen, um die Gegenwart besser zu verstehen und dann vielleicht auch die Zukunft ein bisschen besser angehen zu können und gestalten zu können. Ja, im Zuge, also sozusagen, um da ein bisschen auch von heute auszugehen und die Gegenwart verstehen, habe ich mir ja in der Vorbereitung gedacht, wir haben ja im Moment so eine Situation, wo es eine hohe Politikverdrossenheit gibt, wo die Leute unzufrieden sind mit den etablierten Parteien, wo es aller Orten irgendwie Parteigründungen gibt, von Neos über Piraten bis zu Stronachs. Jetzt war das ja so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in bestimmter Hinsicht eine ähnliche Situation. Ja, es war sozusagen geboren in der Gesellschaft, die Leute waren unzufrieden, es haben sich Bürgerlisten gebildet. Jetzt, wenn ich Sie vier bitten darf, so ein bisschen sich zurückzuversetzen,
in diese Ende der 70er, Anfang der 80er Situation, also in diese gesellschaftliche Situation, aus der dann auch die Grünen entstanden sind. Was haben Sie denn ähnlich erlebt wie heute und was war vielleicht auch ganz anders, so aus der Erinnerung? 1987. Ja, und auch so die Zeit davor, also, wenn man vorhin geredet hat. Kann sich ja weiter zurück erinnern. Nur so knapp nach der Geburt. Ja, ich dachte, das ist echt schwierig. Auf was ich mich erinnern kann? Ja, was? Naja, vielleicht zuerst möchte ich einmal den Grünen gratulieren, bei 25 Jahren in der Bezirksvertretung zu sein als Newcomer und am Höhepunkt zu sein, das verdient schon, dass man es hervorhebt. Es gehört ja auch so, dass man das tut. Es gibt außerdem, auch von meiner Seite, von der sozialdemokratischen Seite, Hammeral-Jubiläum. Vor 80 Jahren ist der erste Bezirksvorsteher, SPÖ-Bezirksvorsteher, da in der Bezirksvertretung einzogen. Das war 1932. Er hat nur nicht sehr lang sein Amt ausgeübt. 1934 war die Situation wieder beendet und dann hat die Sozialdemokratie wieder 60 Jahre warten müssen, bis wieder ein Bezirksvorsteher geschafft haben da im Bezirk. Und jetzt hoffe ich doch, dass wir nicht wieder 60 Jahre warten müssen, bis wir den nächsten Bezirksvorsteher kriegen. Wenn ich mich so zurückerinnere an die, wie die Grünen einzogen, ich habe, muss ehrlich sagen, doch etwas länger nachdenken müssen, weil es fällt mir schon schwerer. Und ich kann mich nur erinnern, wie die Grünen gekommen sind, haben wir gedacht, naja, Wahl während die Gruppe, mit einem nicht allzu großen Programm, was in der Bezirksvertretung ja auch nicht so wichtig ist. Und naja, das wird eine vorübergehende Episode sein. Wie sie zeigt, hat meine Prognosen treffen ja da nicht so ein. Beim liberalen Forum nachher habe ich mir gedacht, ah, das kann was Ernstes werden. Und siehe da, und auf einmal waren es wieder weger, die Liberalen. So kann man sie täuschen, nicht? Nur damit wir wissen, was in Zukunft passiert wird, wie schätzen Sie das mit den Piraten ein? Ja. Wollen Sie jetzt mit der Prognose von mir? Ich sage, die haben keine Chance, weil dann wieder die. Nein, ich glaube jetzt im Ernst, das wird sicher nichts. Aber ich glaube halt, das ist eine Erscheinung unserer Zeit, dass Leute wie die Piraten, wie Stronach und wie alle diese Gruppierungen jetzt sie profilieren versuchen, doch auch die Auswirkung zu suchen ist in der derzeitigen politischen Situation. Ich glaube, wenn gute Politik gemacht werden würde, hätten die überhaupt keine Chance, kamen die auch gar nicht zu einer Diskussion. Darf ich Sie fragen, Herr Steinbauer, wenn Sie so sagen. Dass wir nicht in Ruhe schlafen. Ja, dazu haben wir Sie aber nicht eingeladen. Aber wenn der Herr Tamkiner sagt, das sind so vorübergehende Erscheinungen, die Grünen haben es ja doch geschafft, Fuß zu fassen. Was haben die richtig gemacht? Das haben wir heute auch gefragt, nämlich verkehrt herum. Was haben wir, sprich die zwei großen etablierten Parteien von damals, übersehen oder falsch gemacht? Und da kann ich mich wahrnehmen, was bei der SPÖ falsch gelaufen ist. Aber bei uns war natürlich die erste Begegnung mit den Grünen die Reaktion von Kerntruppen. Da haben einmal die alten Bauern gesagt, wie kann Baum umschneiden falsch sein. Das tun wir da, was wir uns erinnern können. Und die Wirtschaftsbündler haben bei uns gesagt, die haben schon wieder Vorstellungen, neue Kostenbelastungen, das werden wir nie verboten. Also es war von Kerngruppen eine Überreaktion, weil, und jetzt bin ich bei, sie kamen, die Grünen, glaube ich, wirklich mit den ersten
Fragestellungen für ganze Generationen. Es hat gewisse Fragestellungen über ist Baum umschneiden richtig oder falsch überhaupt nicht gegeben. Und dann hat Schritt um Schritt angefangen, grün oder umweltbewusst nachzudenken. Die Kehrseite ist natürlich, wenn ich mich heute versuche zu orientieren, wofür treten die Grünen auf, finde ich zum Beispiel, ist die Umwelt ziemlich dünn geworden in dem, was ich als Medienkonsument wahrnehmen kann. Es ist auch bei anderen Parteien vieles dünn geworden, aber vielleicht ist das auch, wenn man 25 Jahre zurückblickend, das Schicksal von vielen politischen Bewegungen, dass sie am Anfang in einer richtigen Fragestellung womöglich die Ersten sind. Ich glaube, die Grünen waren in vielen Jahren wirklich die Ersten. Aber dann geht die Frage, heutens das Thema, heutens das durch und können sie, wenn sie eine politische Kraft sind, breit genug werden, dass sie aus dem Uridee, das ist wichtig, ausbrechen können in eine breitere Bewegung. Die Kehrseite ist, wenn man in die Geschichte der ÖVP schaut, agieren wir als Breitlösung für alles mit dem Verlieren der Exaktheit des Profils etc. etc. Also ich glaube, die Gefahr von 25 ist immer, Achtung, wie verkrustet bist du? Ich weiß es nicht, ich weiß zu wenig über die Grünen. Ich weiß, sie haben eine attraktive Kärntnerin als, glaube ich, was ist die Obfrau oder Vorsitzende? Bundessprecherin heißt sie. Heißt sie Bundessprecherin. Der Vorgänger war vielleicht gescheiter, der Bundessprecher Professor. Aber bei dem fange ich wieder zum Nachdenken an, warum wechselt der alle zwei Jahre den Job? Der pendelt ja hin und her, jetzt ist er schon im Moment. Aber schon relativ Frage im Nationalrat. Ja, das weiß ich ja, da war ja gut. Aber was ist der bei deinem Häupl, ist er jetzt irgendwas? Universitätsbeauftragter. Ich habe doch mitgekriegt, Sie waren doch auch Nationalrat, Bezirksvorsteher, Stellvertreter. Nein, ich bin ja am Ende meiner Laufbahn, als wir die Wahlen verloren haben. Habe ich gesagt, also jetzt müssen wir den Bezirksvorsteher auch nehmen, wenn wir tatsächlich kommen, also den Stellvertreter, wenn wir kandidiert haben. Und ja, insofern war es eine. Ich habe viel gelernt in den 4 Jahren. A, was ein harter Eisenbahner an Regierungsentscheidungen durchsetzen kann. Das ist dankbar. Aber ich habe viel gelernt, wie schwierig Politik in der Großstadt ist. Bezirks überhaupt, weil da hast du ja viel weniger zu reden, als es nach außen ausschaut. Die Kompetenzen am Papier und die Kompetenzen in der Wirklichkeit sind schon. Und da geht es los, wie schlau sind die Bezirks Führer, Vorsteher etc. aus dem Magistrat irgendwas herauszuholen. Aber ich muss, weil er so lieb angefangen hat, auch eines sagen. Ich habe ja heute den Bezirksvorsteher schon erlebt. Also das war eine gute und wichtige Veranstaltung heute Vormittag, wo ich sagen muss, offensichtlich macht er den Job nicht schlecht. Schön war, wie er dann das Denkmal, also diese Plakette, mit den Worten eingeweiht hat. Da haben wir gedacht, aha, der Himmel hat ihn immer noch im Griff. Aber dass er schon einweiht, ist natürlich, hätte dem Dankiner nie eingefallen. Hat ihm nie eingefallen. Ja, wenn Sie gesagt haben, es ist so schwierig, Politik in der Großstadt und Politik sozusagen auf lokaler Ebene, würde ich gerne euch zwei fragen. Was hat euch denn 1987 motiviert oder geritten,
für Bezirksvertretung zu kandidieren, als neue, junge Partei. Was war da so die Triebfeder? Ja, also vielleicht auch zu dem, was war anders zu heute auch. Also die Politikverdrossenheit war es nicht gerade, die das Motiv war, sonst eigentlich sozusagen schon, dass etwas, also dass gewisse Themen halt gar nicht behandelt werden oder falsch, also in der Energiepolitik. Ja. Und letztlich war das schon eine starke inhaltliche Triebfeder. Warum gerade Bezirkspolitik, das könnte ich kaum beantworten. Wahrscheinlich hat sich das eher durch Zufall ergeben, dass es gerade der Bezirk war, und es war damals, also war auch der Anfang, finde ich, sehr schwierig. Ich meine, mein erster Eindruck war irgendwie, wir sind so wenige und die sind so viele da, also zu zweit, und das sind eben 38 andere, lauter Herren, die da vorne sitzen, und die sind eigentlich alle gegen uns. Also es war ja kaum was zu spüren, dass da irgendwas sozusagen da angenommen wird oder ja, versucht wenigstens zu verstehen, was wir da eigentlich wollen. Ne? Ja, aber also sozusagen, es war sozusagen sehr, schon ein bisschen ein ja, Kampf, muss man schon sagen, oder ein man musste sehr hartnäckig sein. Nicht im 10. Nicht im 7. Da war es so viel. Ja, ja, genau. Also sie waren schon ganz offen dem Freund, endlich kommt er, wer uns da ein bisschen weiterhilft in gewissen Fragen stellen. Also wäre mal ein hartes Pflaster. Ist heute wahrscheinlich noch ein hartes Pflaster, würde ich mal nennen. Was war hart? Wo musste man hartnäckig sein? Ja, in jedem Thema. Also ich habe nicht das, wie gesagt, es war nicht das Gefühl, dass man irgendwo, also wir haben schon recht früh mal uns, also das Thema Mobilität, Radfahren, zu Fuß gehen, Fußgängerzone in der Martinstraße zum Beispiel. Ne? Also es war natürlich schon große Herausforderungen, muss man sagen, Provokationen direkt. Ne? Aber das war vollkommen so unverständlich, dass irgendwie sinnvoll sein könnte, mit dem Rad in der Stadt zu fahren. Und also es ist eigentlich eine Selbstgefährdung, also es ist eine Art Selbstmord sozusagen. Und so wie das jetzt im ersten Bezirk wissen, dass es für die Kinder gefährlich ist, genau, zu laufen. Ja, ja. Also das, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt gar nicht an irgendetwas erinnern in 4 Jahren, in denen, also ich war ja auch nicht wahnsinnig lange, wo wir sehr erfolgreich gewesen wären in der, sag ich mal, das in der Resonanz bei den anderen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben also eben zum Thema Verkehr immer wieder im Anträge gestellt, und dann hat einleitend in der Antwort Clubobmann Frank war das damals, glaube ich, hat mir alle meine Verkehrsstrafen, also wo ich da sozusagen falsch geparkt habe, erzählt. Und mir hat gefragt, woher weiß er das eigentlich? Ne? Das habe ich nur kurz gedacht, dann habe ich meinen Bruder geärgert, weil das Auto ist eigentlich, mit dem ist er gefahren, aber ich habe es sozusagen politisch dann drüber bekommen. Also ich habe das dann umgemeldet. Ja, also so waren die Reaktionen. Ne? Also etwas, oder man, wir sind doch auch von der Seite der Entwicklungspolitik gekommen, also wir haben uns schon sehr früh auch mit dem Fragen Klimaschutz befasst, Treibhauseffekt, auch da haben wir, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, einen Antrag gestellt, aber sozusagen im Sinne auch ein bisschen global denken und lokal was tun, und der wurde natürlich sofort mit der Geschäftsordnung, also so weit kann man im Bezirk nicht denken, das geht viel zu weit über den Bezirk hinaus, ja. Und wir waren vollkommen verwundert, dass man irgendwie nicht strategischer oder etwas größer denken darf eigentlich, und dass das gleich sozusagen zurückgestutzt wird und auch eben abgelehnt und mit wenig Resonanz versehen ist. Aber im 7. war alles anders. Ich möchte zuerst auf deine Feststellung, dass es vielleicht auch Gemeinsamkeiten gibt zwischen jetzt und damals. Also ich sehe nicht sehr viele Gemeinsamkeiten. Das, was heute als Unzufriedenheit mit den großen Parteien daherkommt, die ja nicht mehr so groß sind, ist für mich eine Entpolitisierung. Die Rennen, sehr viele Menschen rennen, sind in der Hefs nachgerannt, im BZÖ, den Stronach, und da gingen gar nicht wollen. Das war in 87 und den Jahren davor nicht so. Da hat es auch Unzufriedenheit gegeben mit den zwei großen politischen Parteien, die damals noch groß waren. Aber die Unzufriedenheit hat sich artikuliert in Alternativen. Die waren zwar noch klar, aber die EF hat damals 7% gehabt. Ein Haider hat, also der Haider ist erst 86 Parteichef geworden. Den hat früher kein Mensch kennt.
Stronach, und das hat es alles nicht gegeben. Die ÖVP und die SPÖ haben jeweils knapp an die 45% gehabt. Aber was es gegeben hat, war ein Aufbruch. Eine Alternativbewegung hat es gegeben. Die Ökologiebewegung, es hat begonnen mit Zwiebendorf über Heilbur, es hat Friedensaktivitäten gegeben. Das heißt, die Unzufriedenheit hat sich in Aktivität artikuliert und hauptsächlich in Kritik von eher von links. Das ist heute leider zum Teil nicht so, wenn man sich das in Österreich, also wenn man sich anschaut, also in Italien gibt es die zwei großen Parteien überhaupt nicht mehr, die haben sich aufgelöst. Und was gibt Wissen? Wie war das da? Also ich war ja schon in 87 Jahren nicht mehr jung. Ich war in 87 Jahren fast 50, wenn wir da reingekommen sind. Das hat für mich einmal angefangen mit einer bisschen einer Enttäuschung. Wir sind zwar als Grüne in 87 Jahren alle Bezirksvertretungen gekommen, aber wir haben es von der Bild jetzt am Arsch knapp nicht geschafft, in den Landtag, in den Gemeinderat zu kommen. Wir waren, glaube ich, ein Zehntel Prozent unter der 5%-Schwelle. Das war einmal eine gewisse Enttäuschung. Die zweite Enttäuschung war, wie wir drauf gekommen sind, wir sind da eingezogen, wir waren gleich einmal einer der stärksten Bezirke mit 4. Klubobfrau war die Gerte, die da sitzt. Dann war die Katharina Thunwald, die euch alle genervt hat mit ihren Temperamentausbrüchen. Hauptsächlich mich. Ja, hauptsächlich mich. Also es war doch nicht ganz angenehm. Das ist eine andere Ebene. Also, ja. Leider vor etwas über ein Jahr verstorbene Dieter Schrage, der euch fasziniert hat mit seinen geschliffenen Reden. Und ich, der Hirte. Wir waren da und sind draufgekommen, alles was uns wichtig ist, gehört nicht daher. Also wir sind draufgekommen, dass sozusagen die Zuständigkeit der Bezirksvertretung eine sehr, sehr beschränkte ist. Ja, wir haben geglaubt, wir machen jetzt Politik, zumindest auf Landesebene, ja, war nicht überhaupt gleich Bundespolitik. Mindest. Und der Herbert hat immer gesagt, Geschäftsordnung welche gehört da nicht daher, sind wir nicht zuständig. Wir haben uns dann beholfen mit so, wie hat das geheißen, Resolutionsanträgen, die aber nicht wirklich was geändert haben. Dazu ist noch gekommen, dass im 87, als wir da eingezogen sind, erstmalig, es zumindest, also es unsere Partei eigentlich noch nicht wirklich gegeben hat. Vor allem in Wien war das eine ziemliche Kampfgeschichte. Wir haben in 86 sind wir in Nationalrat gekommen. Das war ein Zusammenschluss von einer Bürgerinitiative im Parlament. Das waren verschiedenste prominente Menschen, mit der Freda und mit dem Pütz und mit dem Pius und so weiter und mit Lenin. Oberkapitän. Und dann hat es gegeben die VGÖ, die wir, vor allem die Leute, so wie ich von links gekommen sind, sehr, sehr misstrauisch beobachtet haben. Und dann hat es gegeben die alternative Liste, die wir auch misstrauisch beobachtet haben, weil es so unrealistisch war. Die waren uns links genug, aber unrealistisch. Und dann haben wir noch den Verbrauch gemacht, dass wir diese Geschichte mit der Kandidatenwahl zur Nationalratswahl, wo wir sozusagen den Großteil der alternativen Liste Wien irgendwie vergeilt haben, die wir halt zugunsten der Freiheit und den Pilz ausgetrickst haben. Das ist alles ein bisschen nachgehängt. Ja? Aber ich muss sagen, gerade in unserem Bezirk haben wir uns relativ schnell. Ja, dann möchte ich da nicht genau schauen. Wir haben uns eigentlich fast jedes Mal verdoppelt. Nicht? Wir, alternative Liste war ja schon vor uns da im Bezirk, die waren zu zweit. Dann waren wir zu viert, ein Wahl drauf waren wir zu acht, da war schon der Thomas dabei. Und jetzt sind wir 16 oder mehr? 19. Dann haben wir verdoppelt, geht nicht. Jetzt komme ich zum Schluss. Natürlich geht es, aber dann hätte man chinesische oder russische, englische, sowjetische. Und bei der Gelegenheit möchte ich erwähnen, wir haben heute auch einen historischen Tag, nicht nur 25 Jahre Grüne in den Bezirksvertretungen, sondern heute vor 95 Jahren wurde das Winterpalais gestürmt. Vor 95 Jahren. Also ein historisch bedeutender Tag. Herr Dauchner, wie war denn das damals, wenn ihr das so erzählt, der Rüppel und irgendwie... Ja, das ist ja nämlich ganz interessant. Das war ja auch eine Entwicklung. Die
die Brunners haben sich verabschiedet, geistig von der Sozialdemokratie, und sind bei den Grünen und Spuren wieder auferstanden. Aber der zweite, der Schrager, und das war ja für uns, das müsst ihr ja verstehen, gar nicht so schwierig. Da hat es ja doch immer noch ein Nahverhältnis gegeben. Jetzt kommt es an den Tag. Ja. Du kommst noch dran. Aber 4 Jahre später hat sich das ja ganz anders dargestellt. Dann sind die Blimlingers gekommen mit großen Gästen, die Dr. Praders, advokatisch, bürgerlich. Und dann hat sich das Bild ja völlig geändert. Das stimmt doch. Und diese bürgerliche Entwicklung der Grünen hat sich ja bis heute fortgesetzt. Und wie man sieht, ja nicht zum Nachteil von den Grünen. Hingegen zum Nachteil von dir, Heribert. Weil ich kann mich erinnern, es hat einmal 23 ÖVP-Bezirksräte in den Bezirk gegeben. Bitte? Und heute haben es halt 7, gell? Was ich nicht was weiß. Also das ist schon eine Veränderung. Da sieht man schon, wo das hingeht. Natürlich, die SPÖ hat auch hinlassen müssen, aber von 23 auf 7 runterfallen, das ist schon eine gewaltige. Aber vielleicht sozusagen auch über die Zahlen hinaus, so die Frage, also das war ja in Österreich lange Zeit so ein Zwei-Parteien-System mit der kleinen FPÖ noch dazu, und jetzt ist da plötzlich eine neue Partei aufgetaucht und zum Teil eben auch, sagen, wie Sie sagen, ein bisschen die verlorenen Söhne und Töchter der Sozialdemokratie, aber auch die Kinder der Bürgerlichen. Ja. Vor welche Herausforderung hat es denn Ihre Parteien auch gestellt, intern? Also Sie haben ja schon gesagt, das war so, erste Reaktion war so des Kerns, sehr kritisch, aber dann, was waren da auch die Herausforderungen für SPÖ und ÖVP? Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Man muss da auseinanderhalten, die Situation wienweit und den 7. Bezirk. Wenn man jetzt wienweit betrachtet, ist die Politik der SPÖ ausgerichtet natürlich gewesen auf die großen Bezirke. Das ist bis heute noch so. Wenn Sie die Politik der SPÖ heute in Wien betrachten, ist die nicht sehr hilfreich für SPÖ-Politiker im 7. Bezirk. Weil, was sind das so die... Ja, das ist schlicht und einfach, das sind die Interessen. Sie dürfen ja nicht vergessen, 50% oder über 50% der heutigen Bevölkerung im 7. Bezirk hat vor 10 Jahren da noch nicht gelebt. Es ist eine gewaltige Abwanderung gewesen und demnach auch eine Zuwanderung. Wie es in der Soziologie heißt, ist die A- und B-Schichten sind zugezogen, die teuren Wohnungen und dergleichen. Das ist ja ganz eine andere Bevölkerungsschicht geworden. Und das ist nicht, das kannst du nicht unter einen gemeinsamen Wiener Hut bringen. Und daher ist den Fall der SPÖ sicher nicht leicht in den bürgerlichen Bezirken, die ja heute eher anders geschichtet ist, dass wir da besseren Zugang haben. Das ist für uns in den bürgerlichen Bezirken relativ schwierig. Und das gelingt den Grünen besser aus Ihrer Sicht? Die Grünen machen für die Bevölkerung, die jetzt im 7. Bezirk wohnt, bessere Politik. Das ist auch ganz einfach. Die machen Politik für jene, die jetzt hier leben und die vor 10, 15 Jahren da noch nicht gelebt haben. Und das stimmt, das bringt den Grünen Vorteile. Und was sind so Merkmale der Politik, wo Sie sagen, typisch ist die Verkehrspolitik. Sie brauchen ja nur schauen, die Marie-Hilfer-Straße oder die Verkehrspolitik innerhalb des Bezirkes. Wobei
man aber nicht vergessen darf, dass unter der Zeit, wo ich Bezirksvorsteher war, die größere Verkehrsprobleme gelöst wurden. Stimmt ja, Herr Blindlinger, oder? Nicht gelöst, sondern da sind Sachen passiert. Er hat dafür keinen Ehren gibt. Das ist die SPÖ dazu. Ich war halt aufgeschlossen und habe einen Zugang auch zu allen anderen Fraktionen gehabt. Nicht zu allen, aber zu fast allen Fraktionen. Und es war ja auch nicht leicht für einen SPÖ-Bezirksvorsteher im 7. Bezirk, der für jede Abstimmung zwei Parteien nur dazu gebraucht hat. Mhm. Von denen kann ja andere Bezirke ja. Haben wir keine Ahnung, wie das ist. Mittlerweile schon wir. Du musst erst einmal eine sachliche Richtigstellung machen. Im Gegensatz zum Dieter Schlager war ich nie in der SPÖ. Ich habe nicht gesagt, aus der SPÖ. Du hast den Eindruck erweckt, ich war viel weiter links. Winterpalast. Das ist ein Zufall, dass er daran erwähnt. Natürlich war das sozialistische Koalition für mich eine Zeit lang wichtig. Aber ich glaube, Herbert, du meinst zum Beispiel so Sachen wie die Busspur in der Burggossen und in der Neustiftgossen. Ich habe den Analyse. Unsere damalige und jetzige Klubobfrau haben wir sozusagen geworben für die Grünen in den Bezirksrat, weil sie die Vorsitzende oder eine von den wichtigen Personen, was ich jetzt genau war, von einer Bürgerinitiative, die diese Busspur in der Burggasse gefordert hat. Und das ist halt auch einer der Erfolge, die wir uns beide am Hut bieten, also aus wieder am Hut stecken können. Übrigens, die Männer hauptsächlich von ÖVP, SP und DF, diesbezüglich der Männer, haben ziemliche Probleme gehabt, hat aber dort bis begriffen, dass sie die Obfrau ist. Und nicht die Frau und Mann. Schon nach ein paar Sitzungen haben sie schon begriffen, dass die Frau Brunmeier die Frau Obfrau ist und nicht die Frau und Mann. Aber als dann der Dieter Schlager, der ihr Stellvertreter war, darauf beharrt hat, angesprochen zu werden mit Herr Obfrau Stellvertreter, haben sie einfach nur gesagt. Das war in meinem Sprachgebrauch nicht verhandelt. Also ich kriege ein bisschen eine Ahnung, was so die Herausforderungen waren, aber an Sie auch die Frage, sagen, was war die Herausforderung auch für Ihre Partei, sei es im Parlamentsclub oder sei es auch dann in der Bezirksvertretung, mit diesem... Ich glaube, dass das Unterfutter für die grüne Bewegung ein Riesenthema, Themenwechsel in Österreich war, der etwa in den End-60er, 70er Jahren stattgefunden hat. Da war der Wiederaufbau und der Erststart vorüber. Die Generation, die damals wichtig war, zum Teil zu alt oder abtretend etc. Das war mal eins. Zweitens, hier im Bezirk war der Bezirk in den 70er Jahren, sage ich jetzt einmal so, noch viel mehr durchsetzt mit kleinen Handwerks- und kleinen Geschäftsbetrieben. Es war wunderbar, du konntest im 7. Bezirk, zum Teil gilt das heute noch, aber du konntest an jeder Ecke fast alles kaufen, weil die Geschäfte dafür waren. Winzige Geschäfte, denen allen langsam das Wasser dargestanden hat. Das heißt, die Unruhe in den Wirtschaftstreibenden des 7. Bezirkes war relativ groß. Und ich rede jetzt von einer Zeit, bevor Billa und die großen Ketten alles weggewischt haben, was Vergleichbare vorher in kleinen Geschäften gelebt hat. Und die alten Leute, die da noch saßen, die sich auch zum Teil als Pensionist hier noch vorgefunden haben, die waren zum Teil die Mehrheit der ÖVP. Warum haben wir den großen Gastwirt Kara als Bezirksvorsteher gehabt? Der hat dann den Bezirk geführt.
anders als der Trafikant, das ist eine andere Branche. Der Gastwerk hat es heute großartig geführt. Aber es war damals auch die Welt von Pensionisten und kleinen Wirtschaftstreibenden mehrheitsfähig. Und dann ist es gekippt, zuerst an die SPÖ und dann hinterdrein an die Grünen. Warum? Weil ich glaube, dass die Gefahr der zwei Großparteien war auch, dass die Grünen nicht nur als erste Themen aufgegriffen haben, die in der Luft gelegen sind, sondern auch jüngere Leute dann zunehmend in die Politik hineingezogen haben. Ich weiß nicht, wie es bei der SPÖ ist, aber normalerweise ist die Personalauslese in diesen alten Parteien sehr verkorkst gewesen, nur zu vergleichen mit der chinesischen Methode, wie sie jetzt gerade ausdiskutiert, wer wird's und wer nicht und die anderen und das lassen wir abstimmen. So ungefähr. Und das war für die Jungen, die aus, zum Teil aus der Studentenpolitik gekommen sind, GRM oder sowas, war so eine der Wurzeln für die Grünen. Das war natürlich eine reine linke, sagen wir, Schicht, und aber jung. Und die haben viel hineingebracht, was wiederum bei uns ausgelöst hat, dass die älteren Damen und Herren Schaum vor den Mund bekommen haben, wenn einer von diesen Linken schon wieder, und der hat natürlich dann, oder die hat ein bisschen ideologisch gefärbten Jargon hineingebracht. Jetzt war natürlich der Schaum sofort noch größer. Und ich habe noch sogar in der Bezirksvorstehung dann immer wieder viel Arbeit zu leisten gehabt, sie zu beruhigen. Und sind eh nicht so blöd und sind eh nicht so falsch, aber... Ja, aber... Weil sie einen ideologischen Linksteil im Reden hatten. Zum Teil waren das ehrsame bürgerliche Typen, aber nur zum Teil. Natürlich, so reinrassig wie das Buben waren die wenigsten. Aber das war schon eine wir mussten erst den Dialog zustande bringen zwischen diesen Neuen, die noch dazu mit links gefärbten Wendungen argumentiert haben. Das habe ich vorher im Nationalrat erlebt und natürlich hier auch, im Sinne von, das kann ja nicht wahr sein, der hat und so weiter. Ich möchte es gerne ein bisschen auf, gleich mal sozusagen auf der Ebene, also weg von der Ideologie auch und der Milieuerklärungen, eigentlich auch dahingehend, dass man einfach schon sieht, dass die grünen Mandatarinnen einfach extrem fleißig und engagiert waren. Ja? Also das finde ich, glaube ich, war schon immer ein Erfolg auf dieser Bezirksebene, dass man sich einfach in das Thema hineinarbeitet, dass man sich die Anträge überlegt, dass man hingeht und redet. Ja? Wir waren zwar nur zu zweit, wir haben gesagt, vor 2 Jahren waren so viele, aber wir sind bald drauf gekommen, dass wir circa die gleiche Zeit reden. Und auch bei den anderen sind auch nur 2, die reden. Und die anderen sitzen alle und schweigen wahrscheinlich. Durften sie auch nicht reden. Und ich mir dachte, oh, die Arme, das muss ja irre langweilig sein. Die kommen da 4-mal im Jahr daher und sitzen 3 Stunden da und dürfen nichts reden. Ja? Von denen dürfen immer nur 2, 3 reden. Und ich glaube, ich weiß es auch von, also jetzt auch im Rahmen der lokalen Agenda zum Teil, wenn sich die Kollegen aus der SPÖ immer aufregen, ah, unsere Leute tun nichts und die kommen nicht und die beschäftigen sich mit nichts. Und also das ist jetzt sozusagen ein sehr, sehr banales Argument, sage ich einmal, ohne viel Theorie, eigentlich sehr praktisches. Aber ich glaube trotzdem, dass es gerade auf dieser Bezirksebene, auf der lokalen Ebene, wo die Kontaktfreudigkeit, das Arbeiten an diesen lokalen Problemstellungen mit diesem Einsatz gepaart schon ein sehr, sehr gutes Erfolgsrezept ist, glaube ich. Aber ist es nicht auch ein Schicksal von Opposition? Die müssen mehr arbeiten, die müssen sie mehr einarbeiten, vor allem wenn sie keine Opposition sind, weil sie sonst überhaupt keine Chance haben. Das fragen wir dann nachher die Kolleginnen aus dem Siebten, wie das heute ist, ob das sozusagen mit weniger zu 19 weniger Arbeit. Das
Die Macht macht sicher die Macht faul. Macht, ja. Macht sicher faul. Bin ich überzeugt. Ja. Okay. Bei Nenzern habt ihr schon ja. Hinterbänkler. Das ist nicht der erste. Das hat sich bei uns nicht gegeben, Hinterbänkler. So, vielleicht noch die Frage, die Grünen sind ja damals eben, wie wir gehört haben, so aus den Bewegungen entstanden und haben ja auch so ein bestimmtes Versprechen mit sich getragen, da Artikulation zu sein. Sie haben vorhin gesagt, für eine ganze Generation oder für die Anliegen einer Generation. Jetzt so mit, nach 25 Jahren, aus Ihrer Sicht, welche Versprechen haben denn die Grünen erfüllt, die sie damals so hineingetragen haben in Institutionen? Und wo haben Sie vielleicht auch aus Ihrer Sicht das eine oder andere, die eine oder andere Enttäuschung produziert oder sich zu viel etabliert oder zu wenig etabliert? Ich kann das nur als Bürger hier im Bezirk sagen. Man merkt leider, das hat immer so gewesen, der normale Bezirksbürger weiß herzlich wenig, was die Bezirksorganisation XY, einschließlich Bezirksvorsteher, für richtig oder falsch macht. Und denn am Schluss finden sie nur, also da ist auf einmal eine neue Beschilderung, da ist eine Baustelle, die ewig ist und. Also der Bürger in der Großstadt, das halte ich als wirkliches Problem der Bezirkspolitik. Also die Währinger Bezirkspolitik schiebe ich das nicht irgendwo hin, wer was macht, sogar bei der Bundespolitik ist das häufig so. Aber du bist auch nicht interessiert, jetzt lang zu wissen, wer an dieser Baustelle wirklich schuld oder nicht schuld ist, wer es verhindern könnte oder nicht. Und jetzt ist die Möglichkeit, den Stadtbewohner überhaupt zu erreichen in seinem dritten Stock, zweiten Stock, ersten, der weiß ja nicht einmal, was im zweiten Stock im selben Haus passiert, geschweige denn, was Wichtiges und Richtungweisendes eine Partei hier besteht. Das ist ganz schwierig zu erreichen und da haben sich ja damals die Grünen deutlichere Schilder gehabt, wo ganz einfach die Nachricht, die sind dafür, und dann kannst du jetzt dagegen sein, aber die sind dafür, hast du relativ leichter zugeordnet, als du heute zuordnen kannst. Glaube ich, ist ein Problem nach 25 Jahren, auch das Problem einer Mehrheit, die halt hier regiert und wer weiß schon, die Aufstände, die die Oppositionspartei ÖVP hier immer wieder einbringt, gehen ja unter diesen mächtigen Bildern. Ja, welche Versprechen und welche nicht? Naja, ich meine, die Grünen sind natürlich ein weites Feld. Also ich finde, dass die Grünen gehalten haben, ihr Engagement für Ökologie und für Umweltschutz. Das wird nicht immer so sichtbar, weil es halt doch so erfolgreich war, dass jetzt alle sich dieses Fähnchen umhängen. Aber da, finde ich, sind die Grünen, und zwar überall, wo sie ein bisschen was mitzugeben haben, ziemlich sich treu geblieben. Ich finde, dass sie sind sie ziemlich treu geblieben in so Fragen von Umgang miteinander, Emigration, Rassismus, Antifaschismus, Demokratie und so. Ich wünsche mir mehr soziales Engagement von den Grünen. Aber letzten Endes kann man ja nur dort ein Urteil geben, wo sie tatsächlich die Möglichkeit haben, mitzuregieren, mitzuentscheiden, mitzuverantworten. Also zum Beispiel im 7. Bezirk. Ich wohne schon lange nicht mehr da, ich wohne schon seit 13, 14 Jahren in Langenholz. Also hier ist meine Herkunft sicher Veränderung. Nicht jede gefällt mir, aber die mir gefallen, haben grüne Handschrift, das sieht man. Die mir nicht gefallen, ist das, was die Grünen auch nicht verhindern können. Nämlich das, dass ich da die Bilder und wie so ihr Hassen gibt und halt wenig kleine Geschäfte kann. Aber ich finde, dass die ganze Atmosphäre auch, wie man umgeht mit Bürgerunzufriedenheit, mit Protesten und so,
das ist eine gute grüne Handschrift. Man kann, wenn man will, ich will das jetzt nicht, wegen der Knappheit der Zeit, aber man kann das sich auch in Oberösterreich anschauen. Ich finde, dass das dort auch sich rentiert hat für die Oberösterreicher, dass Grüne in der Regierung sind. Das war ja überhaupt der Traum, ÖVP, die, Grün, das war die ja die Die Hochzeit zwischen Schwarz und Grün in Graz, da ist leider der Schwarze fremdgegangen, aber es hat auch da sehr gute Ansätze gegeben. Und wenn man sagt, was jetzt da dann am Wochenende passiert, wer da sozusagen profitieren kann, und das in Wien, ja, das wollte ich jetzt. Ich finde das großartig. Also die Verkehrsgeschichte finde ich großartig. Hauptsächlich darum, weil ich kein Auto habe. Ja. Naja, an der Verkehrspolitik kann man dann ja jetzt in Wien sehen, wie die Zustimmung sie doch in Grenzen hält. Wobei ich durchaus der Meinung bin, die Parkraumbewirtschaftung eine gute Sache ist. Nur glaube ich, wie gerade die jetzige Parkraumbewirtschaftung kommuniziert wurde, eingeleitet wurde und teilweise jetzt schon durchgeführt wurde. Also das hätte man sicher besser machen können. Ich kann mich erinnern, wir sind ja vor derselben Situation in die Innenbezirke gestanden. Da war ja aber überhaupt nichts anderes, als wie es heute in Otterkring ist. Na, mit Sicherheit nicht entschieden, sondern entschieden aus dem Stadt. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht, da muss er da widersprechen. Ich war im Unterausschuss des Gemeinderates für die Einführung der Parkraumbewirtschaftung. Und dort habe ich wohl mitarbeiten können und mit sogar mitentscheiden können. Also so war es nicht. Aber die Aufbereitung, auch die mediale Aufbereitung, die Vorbereitung auf die Einführung, das war, ist schlicht und einfach besser gelaufen als heute. Also diskutieren, als Währingerin auch gern mit Ihnen, aber so noch die Frage, was haben aus Ihrer Sicht die Grünen so erfüllt und dem, was Sie so mitgebracht haben und wo sagen Sie nach 25 Jahren? Na, ich habe das einleitend gesagt. Die haben ein Programm, ihr seht da keine allzu starken Abweichungen. Manchmal würde man halt wünschen, dass die Grünen im 7. Bezirk und auch der Bezirksvorsteher für die Gesamtbevölkerung oder zumindest für den Großteil der Bevölkerung mehr offenes Ohr hat. Ich habe das Gefühl, dass also gerade die grüne Fraktion zu sehr jetzt aufgrund ihrer besonderen Stärke in der Bezirksvertretung ihre Politik durchsetzen will und eher weniger auf andere hört. Das Problem habe ich nicht gehabt, weil wenn ich auf die anderen nicht gehört habe, haben wir ja keinen Beschluss zusammengebracht. Und das ist eben die Frage, wenn man fast schon die absolute Mehrheit hat, da wird man dann natürlich selbstsicherer und dann sagt man, und jetzt kann ich doch meine Politik, die ich vorhabe, durchsetzen. Da haben wir ja noch ein bisschen Ausnahmesituation hier, aber wir nehmen die warmen Worte gerne, denke ich. Das ist eine ganz einfache Beantwortung. Die lassen sich sowieso nichts sagen. Und noch dazu nicht von einem Bezirk wie aus dem 7. Bezirk. Also das habe ich innerhalb meiner Partei des Öfteren erlebt. Also wir konnten, also Favoriten, Floridsdorf, Donaustadt, Liesing, vor allem Liesing, besonders stark, na die hurgen sicher nicht auf einen
auf einen Bezirkspolitiker aus dem 7. Bezirk. Die haben andere Probleme, die haben dasselbe wie heute ist die Grünen im 7. Bezirk. Eine starke Mehrheit. Das nur ja. Ein Wort ist vorhin gefallen, wo ich noch drauf kommen möchte, das Soziale. Du hast das gesagt. Ich glaube, wir stehen in Zeiten der Finanzkrise vor wieder einer Welle verschwiegener Armut, wo sie nicht so eklatant ist, dass man sagt, die Bettler sitzen herum, das sind natürlich, die Bettler gibt es schon immer, bei Vorbilder ist immer eine, aber die verschwiegene Armut greift wieder über den 7. Bezirk, wo wir noch immer relativ viel alte Pensionisten sitzen haben. Und da möchte ich nur ganz einfach nutzen zu sagen, Achtung, da hat der Bezirksvorsteher oder die der Bezirk Möglichkeiten, wenn er rechtzeitig im Rathaus einen Wirbel macht oder im Sozialministerium oder wo immer halt die Stellen sind oder bei den Reicheren, da fällt mir der alte Kara ein mit der Kohlenaktion. Er hat vor vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich ist er draufgekommen, viele alten Leute haben zu wenig Kohle. Na gut, den danke ich Ihnen. Nein, ja, da erinnere ich mich an Kärnten, alle Jahre wird der 100er verteuert. Ja, nein, also da kriege ich ja gleich solche Arten. Ich glaube, ich will ja nur sagen, ich will ja niemanden heilen, sondern nur sagen, Achtung, ich glaube, die nicht eingestandene stille Armut greift auf, die Preise bei Billa gehen hinauf. Für viele geht das Sparen schon beim Einkaufen los. Und da muss man überlegen, was kann man dagegen tun, in überschaubaren Größenordnungen. Und das ist der Bezirk immer noch ein bisschen. Das wollte ich nur einbringen, weil das ist, glaube ich, der ist ja zu Recht der Linke. Das war ein richtiger Hinweis. Vielleicht auch kurz zum Schluss aufgreifen, so ein bisschen als Ausblick. Ja. Also gerade wie Sie das auch die Situation geschildert haben, ja, Sie haben ja vorhin gesagt, es war so ein Umbruch Ende 70er Jahre, so nach der Aufbauphase, da in eine neue Ära und jetzt hat man so das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Umbruch, Finanzmärkte, Krisen, ein bisschen der Wohlfahrtsstaat kommt unter Druck. Was sind denn aus Ihrer Sicht so jetzt, da frage ich jetzt alle vier, aus Sicht von ja mittlerweile drei etablierten Parteien, ja, SPÖ, ÖVP, Grüne, das sind so die Herausforderungen, wo man hinschauen sollte als politisch engagierte Menschen, die alle vier hier sind auf die eine oder andere Weise. Also eine einfache Frage am Schluss. Ganz einfach. Ja, ich glaube, noch einmal das Soziale. Zweitens, ich erinnere, dass es damals eine Begegnungsstätte der grauslichen Art gegeben hat, die aber sehr gut war, nämlich das Amalienhaus. Ich glaube, das ist ja viel. Ja, aber es funktioniert, glaube ich, nicht mehr als Kreuzpunkt von Diskussionen. Wie immer. Wie immer. Und wo immer. Der Bezirk verdient sowas, wenn er es nicht hat, dann soll er es wieder erfinden. Und wenn er es eh hat, dann soll er es vielleicht besser. Wir sollten die Debatte losgehen. Zweitens glaube ich auch, dass viel zu sehr das Potenzial im Bezirk genutzt werden könnte von den Kulturstellen, die es da gibt. Wir haben da Galerien immer noch, Theater, die immer das Wasser haben. Also ähnlich gut, dass man da mehr überlegt, was kann man tun, um sie jetzt nicht, jetzt bin ich wieder bei der Finanzkrise, totkürzen lassen in den Förderungen, das rennt ja jetzt überall still und leise, also das ist die andere Armut. Das intellektuelle Potenzial des 7. Bezirkes ist eingebaut hier, aber es muss abgerufen werden, es muss zum Singen gebracht werden, aber das ist eine Sache, er macht das eh sehr gut. Ich würde sagen, die Finanzkrise, beziehungsweise die Schuldenkrise,
wird benutzt oder ist überhaupt zu diesem Zweck inszeniert worden, um von den Armen zu den Reichen umzuverteilen, um Sozialaufbau zu betreiben. Und jetzt im Bezirk ist das nicht wirklich das Thema, auch nicht die Zuständigkeit, aber du hast ja nicht auf den Bezirk gefragt, sondern ganz allgemein. Ich glaube, man muss mit diesem Sparen aufhören, nicht sparen auf Kosten der Pensionisten, der kleinen Angestellten, der kleinen Arbeiter, und zwar überall, auch in Griechenland. Und man muss endlich diese Steuerschlupflöcher schließen. Man muss endlich Gesetze schaffen, die dafür sorgen, dass die großen Verdiener auch große Steuerzahler werden. Es muss ganz einfach klar werden, dass es nicht zugelassen werden kann, dass der Reichtum immer mehr und mehr wird, privat und öffentlich, die Staaten sozusagen, am Hungertuch nahmen, ja, dass bald nichts mehr öffentlich funktioniert. Es gibt Theoretiker, die behaupten, es gibt zu viel Geld auf der Welt, weil das viele Geld bewirkt nämlich, es ist so viel, dass das sich immer mehr vermehren kann in der Produktion und darum geht es in die Finanzgeschäfte. Und da muss sich was ändern. Ja? Und das verlange ich nicht von einem Bezirksvorsteher, aber das verlange ich von uns allen. Und das ist sozusagen die Hoffnung, die ich habe, dass da doch sich was entwickelt. Übrigens, vorgestern hat 500.000 Menschen in Tel Aviv in Israel demonstriert gegen den Sozialabbau in Israel. Habt ihr irgendwo ein Wort in einer Zeitung gelesen? Nein, aber ich die Bilder gesehen davon. Also vielleicht war es keine 500.000, vielleicht waren es noch 350.000. Aber Tel Aviv war von oben derartig voll mit Menschenmassen. Und von Griechenland wird immer was erzählt, aber nur, dass 200 Randall nicht haben. Danke. Ich glaube vielleicht am 7. Bezirk wird die Welt nicht geheilt werden. Da sind wir uns ja, glaube ich. Aber nur vielleicht. Nein, man weiß ja nicht, wie sich der Blimlinger noch entwickelt. Ja. Ich glaube, und das, ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn in einem Land gute Politik gemacht wird, dann verändert sich das. Und es gibt hunderte Vorschläge von Fachleuten, von Politikern, verschiedener Seiten, wie die Krise gelöst werden kann, wie man selber dazu beitragen kann. Aber, und das lassen wir nicht nehmen, es geschieht nichts oder es geschieht zu wenig. Und wenn eine gute Politik gemacht wird, dann hast du ja die Leute wieder hinter dir. Und das ist immer so gewesen. Machst gute Politik, hast gute Politiker da, hast auch das Ergebnis bei der Wahl. Gut für wen? Und, aber wenn nur jetzt das letzte Jahr, wenn man nimmt, in Österreich nur herumlaviert wird, da kann nichts weitergehen. Es muss wirklich einmal ein Ruck durchs Land gehen, auch durch die Politik, und es müssen Leute aufstehen und sagen, so, und jetzt nehmen wir die Geschichte in die Hand, es muss doch wirklich was zu machen sein. Das geht doch was zu machen. Und ich verstehe es nicht, dass halt nichts geschieht, und dann schließe ich also die SPÖ nicht aus, das sollte nicht ein Wegschieben sein, sondern das ist eine gemeinsame Verantwortung. Und ich glaube, solange da nichts geschieht, werden immer wieder Gruppierungen auftreten, die wenig dazu beitragen, die Demokratie zu erweitern oder so auszubauen. Ja, ich gehe nochmal auf die Bezirksebene zurück, weil ich glaube, dieses Thema, was wir ja auch ganz stark waren im 7. Bezirk, eben die Bürgerinnenbeteiligung auch im Rahmen der lokalen Agenda, das sehe ich nach wie vor noch als ein Zukunftsthema eigentlich, diese intensivere Zusammenarbeit mit den Bezirksbewohnerinnen. Und wir hatten jetzt auf der Wieden eine Online-Umfrage gemacht zu Themen der nachhaltigen Bezirksentwicklung, also relativ abstrakt, sage ich mal, Fragestellungen. Da haben 660 Leute daran teilgenommen, 200 haben sich gemeldet, auch mit Ideen und der Bereitschaft, irgendwo mitzuarbeiten. Ein Thema war, wenn wir Soziales angesprochen haben, mehr Nachbarschaftshilfe, also da sind verschiedenste Ideen entwickelt worden. Natürlich braucht man Unterstützung dafür, ne? allein aus der Bereitschaft wird nichts, oder da fehlt eben Hilfestellung, ein gewisser Rahmen, und ich glaube, dass
klar, die Bezirkspolitik ist beschränkt und da kann man die Welt nicht umdrehen, aber man kann da doch einiges erreichen, auch in dieser Richtung hier, mit noch viel mehr Beteiligung eigentlich der Bezirksbewohnerinnen an den verschiedenen Themen, die anstehen. Und ich denke mal, ja, Neubau war da sowieso ein Vorreiterbezirk, sage ich mal. Oder ist es wahrscheinlich noch, auch ohne der Agenda. Jetzt ist ja nicht das einzige mögliche Instrument dafür. Und da setze ich da schon sozusagen meine Hoffnung hinein, auch wenn ich zugeben muss, auf Bundesebene wird es da wirklich weniger. Ich möchte dem Dampfchen auch widersprechen. Nein, das braucht er. Ich meine nicht, dass man vom Bezirk die Welt teilen kann. Aber beim Reden kommen die Leute zusammen. Und das kann im Bezirk stattfinden. Das Beispiel, das Sie gerade erwähnt haben, da, glaube ich, ist mehr drin in dem schrecklichen, anonymen Nebeneinanderleben einer Großstadt. Das Problem ist sicher Großstadt. Ich habe immer wieder Freunde am Land, da rennt es zum Teil ganz anders, weil sie täglich treffen und ständig in Kontakt sind in diesen langen Leuten. Da ist er wahrscheinlich in einer anderen Welt. Das Seltsame in der Großstadt ist, sind gute Leute, sitzen oft nur zwei Stock auseinander und reden miteinander nicht, außer in der Früh und Tag, Wiedersehen und so weiter. Da könnte man, glaube ich, das Potenzial einer Bezirksvorstehung reinhauen ein bisschen oder einbringen. Und wenn es Ammerlinghaus noch immer gibt, komischerweise hat sich es zu mir nicht mehr herumgesprochen, dass das noch gibt, sollte man es nutzen. Nein, ich meine nutzen auch bewusst. Es gibt ein Repertoire an Möglichkeiten, gerade im 7. Bezirk, der gut die Möglichkeiten ein bisschen mehr nutzen, habe ich die Hoffnung, dass die Grünen in den nächsten 25 Jahren ihrer Mehrheit zustande bringen. Die können ja nicht immer warten, bis der Primlinger die Inspiration hat. Na, ich glaube, also, um das vielleicht abschließend zu sagen, dass das ja kein Widerspruch ist, also dass Ihr Ansatz und auch das, was du sagst, sagen, so dieses lokale Engagement in der Nachbarschaft zu nutzen und da sozusagen auch konkret was tun zu können und gleichzeitig aber wichtig ist, sozusagen, dass das ein bisschen die Schubmasse ist und gut erzeugt für das, was du auch gesagt hast, dass man sozusagen die Veränderungen, die im Großen stattfinden und die den Rahmen setzen, nicht aus den Augen verliert und da auch den nötigen Druck und den politischen Willen sozusagen erzeugt, damit da auch was passiert und damit da auch dann die Dinge in die Hand kommen. Ohne den wird es nicht gehen. Genau, und dass sozusagen das beides zusammenspielen muss, damit das eine Pflaster kleben bleibt und das andere sozusagen einfach so vor sich hin dümpeln tut, wie es jetzt tut. Sonst kommen die Stronachs. Sonst kommen, beim Dümpeln ist die Gefahr, dass die Stronachs kommen und ihre 10% kriegen. Genau. Das ist ja das Berätsel. Also lasst uns alle engagiert weiterarbeiten und nicht dümpeln. Und in diesem Sinne möchte ich das gerne beschließen. Vielen Dank fürs Hiersein und fürs Zuhören. Und ich gebe das Wort nochmal an den Thomas. Zum Abschluss möchte ich auch herzlich bedanken für die Diskussion, die ich sehr amüsant gefunden habe. Auch gesagt. Ich denke mal, wenn der Dienstag im ORF und der Stern und Wiesemann aufhören, könnten wir das auch mit anderen Themen in dieser heutigen Zusammensetzung fügen. Erste Thema, wie soziales Neubau, Wehrpflicht, nein, danke, mein Gott, nicht. Oder wäre das Ammerlinghaus nicht in Neubau? Solche Themen wären ganz gut. Danke fürs Diskutieren. Darf ich jetzt noch einladen auf eine kleine Erfrischung, Getränke. Und darf erinnern, dass wir in einer Dreiviertelstunde auf der Visavi-Seite bei der Magazin die Ausstellung eröffnen, die wir heute 20 Jahre. Danke.